Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück zu Blackside. So, ich habe ja gesagt, in diesem Part werden wir das Spiel höchstwahrscheinlich abschließen und ich glaube immer noch dran, ne? Hier unsere zwei Kollegen, die sind einfach voll motiviert. Die wollen jetzt auch dem Alien Abschaum, dem Summers eine reindrücken. Und wir müssen uns wahrscheinlich jetzt hier abseilen und ja, es leuchtet grün. Ach, wir seilen uns wirklich ab. Oi. So, pass auf, es geht da hoch. Da hoch. Das ist ja geil. Das hat man ja noch gar nicht hier. Dass wir so abgeseilt werden, so richtig. Und dass wir beschossen werden. Wo ist er denn? Naja. Ich kann halt auch nicht alles clearen. Ey, das ist blöd, ne? Ich sehe die halt nicht. Ja, komm her. Ich mach mal auch noch platt. Ich kann die halt nicht killen. Das müssen die halt machen. Da kommen halt noch 200. So. Okay. Wir kommen runter. Ja, ja, alles sicher. Könnt kommen. Gut gemacht, Piers. Ja, ich weiß. Dank mir nicht zu früh. Da sind noch ein paar auf der Treppe. Die rutschen durcheinander durch, auch am gleichen Seil. Es gibt drei Seile, möchte ich jetzt mal sagen. Ne? Wir sind zu dritt. Aber okay, man kann auch alle dasselbe Seil nehmen, warum nicht? Wir sind ja da offen. Alter Latz. Ich würde gerne dran fassen. Ich habe das Bedürfnis, da mal reinzufassen. Aber was bei rauskommt, ich glaube, das wissen wir ja. Dem Summers hat sich ja irgendwie verändert. So, das machst du mal auf hier. Du bist also schützenmäßig ist hier zu nichts zu gebrauchen, deswegen. Summers? Skinner? So. Ich verstehe das nicht, warum sie mal vorrennen muss. Sie hat nur eine Pistole. Er hat das fette MG. Er könnte einfach viel mehr anrichten. Und? Da ist doch was links. Er ist hinüber. Gib ihm. Ich mache hier nichts. Ich gucke euch jetzt mal zu, ne? Das ist wie so ein kleines Kampftrainingscamp, was wir hier machen. Und bis jetzt schlagt ihr euch nicht richtig gut. Und außerdem will ich meine eigene Haut retten. Haut. Ah. Okay. Ich hätte ehrlich gesagt, dass wir jetzt direkt zum Bosskampf kommen, aber irgendwie ist es dann doch noch weiter als gedacht. Ich will auf jeden Fall einen Boss. Ich will einen richtig dicken Boss. Jetzt, wenn ich da hingehe, dass er von unten hochkommt, so ein riesiges Maul oder dieses Tentakelwesen, das wäre cool. Kleiner Fun-Fact, finde ich ganz cool, je näher ich an diesen grünen Strahl komme, desto mehr Vibration habe ich hier am Controller. Okay, ich glaube, ich soll hier runter. So, ihr deckt mich. Hoffe ich, da ist schon wieder Fass. Wir kommen doch bestimmt gleich Gegner. Ja, warte mal. Wir haben doch die Knarre. Doing. Das war gut. So, das Fass macht ein Blatt, oder? Ne? Okay. Dann nicht. Ich frage mich, warum ich mich so langsam abseile. Wir könnten das Ganze schnell, präzise durchführen. Oder wir machen es ganz, ganz langsam. Ey, die Waffe ist der Hammer. Ein gezielter Schuss zwischen die drei. Und es ist vorbei. So, haben wir ja alle? Jawohl, ja. Zack. Munition. Und wer gewinnt? Wer gewinnt? Wer gewinnt? Sie oder er? Er ist ziemlich schnell, aber sie holt, denke ich, auf. Alter. Alter, da würde ich mal sagen, sie hat sich schneller abgeseilt. Oh, von unten. Olla, ins Rohr gezogen. Wir wollten einen abseilen, aber es war ein Rohrkrepierer. Mann. Der ist nicht hinüber, dem geht's gut. Der kann auf sich aufpassen. Der kriegt das hin. Okay, da waren es nur noch zwei.
Also ganz ehrlich, das ist doch hier wie bei Alien. Das ist doch wie bei Alien. Diese kleinen Biester, ey, damit könnt ihr mich nicht locken. Da schicke ich meine Kollegin vor, die regelt das. Ich fühle mich doch relativ sicher, genau. Sie triggert immer erstmal alle, sie zielt. Oh, da. Das will ich haben. Zack. Ein paar geheime Informationen. Was ist denn das? Ach, das ist so ein Wurm, der aber seitlich raushängt, oder? Hinter uns, ne. Hä, wie soll ich das denn jetzt platt kriegen, das Biest? Das ist so ein Rumswurm. Warte mal. Ja, so kann ich dir nicht töten. Wirst du wohl aufhören? Pfui! Ja, muss ich den überhaupt töten? Das ist die Frage. Der macht ja jetzt gar nichts, oder? Ich weiß gar nicht, ob ich so dicht rangehen will. Soll der hier so sein? Oder gehört der eigentlich senkrecht hier hin? Oh, wir gehen einfach mal weiter. Er macht ja nichts. Keine Sorge, Freundchen. Wir machen dich schon noch platt, wenn wir diesen ganzen Komplex... Wo bin ich hier? Wenn ich den ganzen Komplex in die Luft jage, dann ist auch dieser Wurm Geschichte. Immer tiefer, immer tiefer. Immer tiefer. Okay, und noch tiefer. Okay. Bin bereit. Dann mach ich mal das. Alter, also so tief ist jetzt wirklich mal übertrieben, oder? Die Gegner? Irgendwas ballert hier doch. Ja. Warte, ich helfe dir. Ich glaube, sie steckt in der Klemme. Aber ich kann nichts machen. Ich kann mich so minimal bewegen und maximal fallen. Ich glaube, die haben das Seil einfach gekappt. Kap der guten Hoffnung. Scheiße, jetzt sind wir ganz alleine. Die leben sowieso noch. Ich meine, jeder, der schon mal einen Actionfilm, Actionspiel gesehen hat, der weiß es doch, oder? The Summers. Ist das das große Finale? Hey, Mann! Das ist dafür, mich im Irak zurückzulassen. Man lässt nie einen Mann zurück! Sie waren ein guter Offizier. Haben mir oft in den Arsch getreten, mich schuften lassen. Als ich unter der Erde, unter all dem Beton aufwachte, habe ich viel an sie gedacht. Mich erinnert, was sie mich gelehrt haben. Wie ich meine Panik überwinde. Meine Angst. Wo ist Noah? Wissen Sie was? Wären Sie an meiner Stelle hier gewesen, dann hätten Sie dasselbe getan. Dieses Land ist am Ende. Sie wissen es, ich weiß es, jeder kann es spüren. Das System macht uns kaputt, aber Sie haben geschworen, es zu schützen. Passen Sie auf! Sie kriegen Ihren Feind, Pierce! Wo er ist? Genau hier. Ich sehe nicht aus wie ein Böser, was? Nein, ich sehe aus wie Sie. Sie haben da draußen viele Kugeln an Xenos verschwendet. Dabei sind es die, die sie nicht sehen. Die mikroskopisch kleinen Sporen, die sie am meisten fürchten müssen. Sie sind jetzt draußen, in der Atmosphäre. Es ist vollbracht. Verdammt! Ich wollte ihnen einen besseren Weg zeigen. Notfalls auch mit Gewalt. Aber sie waren zu dumm, um ihn zu sehen. Sie rücken nicht von ihrem Weg ab. Glauben noch an die Lügen. So, das war der klassische Fail und hinterher.
Okay, sie hätte Summers töten können. Und die Aliens sind eigentlich nur Sporen. Okay, das ist für mich auch relativ neu. Ach komm, ey, sie labert mir wieder ein komplett ans Ohr. Ganz ehrlich, sie hat's verkackt. Sie hat's verkackt, Mann. Ui, was denn das für ein Laser? Da ist er. Nein. Ist er das? Oh yes, Bosskampf. Bosskampf, geil. Warte mal. Bewegt sich das? Nee. Bin mir noch nicht so sicher, was ich machen soll. Okay, kann ich in Deckung gehen? Muss ich aber derzeit noch gar nicht. Muss ich das vielleicht abschießen? Naja. Es leuchtet, ich muss es abknallen. Das da auch? Nee. Das auch nicht. Ah, okay, ich muss, glaube ich, jetzt unten wandern und muss diese anderen Energiestrahlen finden. Das kann ich auch abschießen. Das geht nicht. Das geht. Warum ist das nicht kaputt? Er macht aber auch nichts mehr, ne? Er ist weggegangen, das war's. Okay. Das hier kann ich nicht abknallen. Sieht so aus, als müsste ich da reinschießen. Das hier? Nee. Aber hier komme ich ja nicht durch. Hier komme ich nicht durch. Ah, da hinten, das ist offen. Wie soll mich das bitte treffen? Das geht ja meilenweit an mir vorbei. Sie haben dasselbe gesehen, das wie ist ich zu. Sie sahen sie in einem Schiff. Oi, was will der denn da oben? Was würden sie wohl tun, wenn sie hier... Oi, hier sind ja ganz viele Gegner. Irgendwie ist hier einer direkt neben mir. Der war doch eben nicht da. Ich bin da gerade lang gewandert. Ich habe gerade meinen Wandertag abgehalten und auf einmal steht da einer hinter mir. Ja, richtig. Böser Blick zur Playstation. Also, der ist neben mir gespawnt, aber ganz ehrlich. Ich habe es genau gesehen in den 2 Frames per Second, die mir hier dargeboten wurden. Ich weiß immer noch nicht genau, was ich machen muss. Also ich muss diese grünen Bobbel abschießen, das habe ich mitbekommen. Und dann geht entgegen des Uhrzeigersinns anscheinend diese Energiefelder weg. Und dort kann ich lang wandern. Oder wie, oder was, oder hä? Ey, ganz ehrlich, das ist der eindeutige Endboss-Area. Ich weiß nicht, ob dies ein Schiff oder ein Fenster ist. So, mal auf. Egal. Es ist Macht, die werde ich nutzen. Zack, da ist er weg. Keine Sorge, Dr. White. Daneben. Mit Ihnen habe ich was ganz Besonderes vor. Hier, Sie wissen ja nicht, so, er haut ab. Und wie sie ist. Zack, zack. Okay, und jetzt muss ich hier weiter, ne? Ja, es trifft mich nicht. So, wo war der jetzt? Hier war doch gerade einer links. Wie kam der denn da? Mit dem ersten? Ja, Gott. Okay. Wie kam da einfach? Jetzt hier wieder einer. Mich hat doch gerade wer beschossen. Nee, warte mal. Da warte ich lieber mal eine Runde ab. So. Ui, das hat mir einen mitgegeben. Warte mal, das nehme ich mit. Das ist die Pumpe. Schöner Effekt übrigens hier. Oder? Das wabbelt so schön. Gefällt mir. So. Wo denn? Alter Lappen, du. Lappen, Johnny, lass das. Lebt er noch? Nee. So. Ah, jetzt muss ich das abknallen. Jetzt ist die Energiekuppel weg. Nee. Hä? Warum ist da jetzt so ein Energiedingsbums? Hä? Das ist halt ein Schutzschild. Nee, ich raff's nicht. Ich dachte eigentlich diese komischen grünen Dinger her. Aber das ist es nicht. Warum nicht? Wenn ich jetzt, kann ich hier drunter durch? Drunter durch kann ich. Was habe ich denn mit dem anderen gerade anders gemacht? Habe ich doch nichts anders gemacht. Vielleicht muss ich erstmal weitergehen. Hier, das da. Auch nicht. Hm.
Das da oben ist so ein Energiedingensbommens Gedönseldings. Das ist der Fachausdruck dafür. Ihr wisst das natürlich nicht. Vielleicht da oben sehe ich da vielleicht noch mehr. Ah, dieser riesige Kristall. Ach, das ist der vom Anfang. Den hat doch Summers angefasst. Ich habe gesagt, tu es nicht. Das muss irgendwas hiermit zu tun haben. Kann ich auch abknallen. Aber was bringt mir das denn? Ah, warte mal. Wir konnten ja von der anderen Seite das auch anschießen. Ach, jetzt ist das Energiefeld hier auch zu. Kann ich hier vielleicht zurück? Nee. Ah, ich kann doch vorbeiballern. Okay, ich muss hier nur so ein bisschen schräg stehen. Warum sagt mir das keiner? Ich bin gerade geschätzt dreimal hin und her gerannt und da ist nichts passiert. Jetzt, wo ich das Rätsels Lösung weiß, da sterbe ich natürlich. Bin ich auf einmal 2 Zentimeter gewachsen oder was? Aber okay, jetzt wissen wir, wie es geht. Es war so klar, ne? Ich ducke mich, ich probiere es ganz langsam und dann, wenn ich wirklich denke, jetzt bin ich sicher, da passiert's. Das Unausweichliche. Okay. Wir müssen natürlich den Part auch noch ein bisschen rauszögern, ne? Ich sehe gleich Schluss ist. Ich weiß nicht, ob dies ein Schiff oder ein Fenster ist. Völlig egal. Es ist Macht. Die werde ich nutzen. Ah, zack. Müllbeseitigung. Keine Sorge, Dr. White. Mit Ihnen habe ich was ganz Besonderes vor. Das ist in der Mitte, wo ich glaube ich gar nicht... Ah, guck mal hier. Da ist gar kein Schutzschild. Ich mach das trotzdem mal hier platt. Weil ich es von hier aus machen kann. So. Roboter gebaut hat, oder was weiß ich, was sie hier tat. Oh ja, hier unten wartet ein ganz besonderer Ort. Jetzt kommt der Typ da oben. Wir knallen mal rein, jetzt kommen sie von links unten. Da müssten jetzt 4 oder so kommen, ne? Was würden sie wohl tun, wenn sie hierher kommen? Ja, 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 der campt hier einfach eine Runde. Das bringen wir nach ihrem Tod in Ordnung. Oder wenn wir ihnen das Herz rausgerissen haben. Zack. Sehr schön. So, machen wir das kaputt. Das bringt wahrscheinlich gar nichts, aber... So, hier ducken. Wir merken... Ducken. Kann ich mal lieber die Pistole nehmen, nicht, dass ich dann wirklich mal ohne Munition dastehe. Verdammt, Pierce! Warum wollen Sie ein System schützen, das Sie ein Dreck für Sie interessiert? Das treffe ich von hier nicht. So, so weit waren wir noch nicht. Mal sehen, was jetzt passiert. Hat er mir gerade wirklich noch die Arschhaare wegrasiert? Bin ich zu schnell rausgekommen? Ah, da kommt er. Da oben ist er doch noch irgendwo. Oh, der ist genau... Meine Güte, der hat auch ein Timing. Das war ganz übel. Genau in diesen komischen Pissstrahl rein. Das war gar nicht gut. Was war das? Der ist auch durchgerannt. Das gesehen. Da ist er durchgerannt und hat es überlebt. Frech. So, 2-1. Risiko. Maul. Da ist er wieder. Ja, 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 ja. Den kann ich nicht töten. So. Ne? Nummer 1. Dann mal alles durchladen. Ich nehme hier lieber die Pistole. Ist kaputt, oder? So, okay. Dann müsste jetzt eigentlich der letzte kommen. Mal schauen. So, alles durchgeladen. Ich hätte so gerne einfach meine Granate. So ein Taschenknaller ist einfach beruhigend, wenn man den in der Hose hat. So, los, wo kommt er? Oh, da wird ein Schutzschild aufgebaut. Okay. Ui, lade mal, fey. Dann machst du mir die kleinen Johnnies platt. Und gerne, der ist mit dem Kopf drin gewesen, ne? Da bin ich ja schon lange nicht mehr. Da kannst du dich gleich mal verabschieden hier. So.
Sehr gut, Nummer 1. Bisschen Muni noch mitnehmen. Guck mal, ihr seht's schon, ne? Meine Pistole, die ist fast alle. Yes! Strahl deaktiviert. Und nehmen wir nochmal. Alter Falter, jetzt will er's wissen. Daneben. Ich baller erstmal von hier. Warum sollte ich da hochgehen? Na gut, komm her. Ich hab ein bisschen Angst. Daneben. Was willst du denn? Ah, das ist ja frech. Daneben. Daneben. Du hast 5 Schuss, ich kenne die Waffe. Alter, geiler Move. Aua. Okay, ich gehe mal kurz in Deckung. Oder ist... Ah, jetzt geht er darüber. Ich brauche eine Granate. Liegt hier zufällig unten irgendwas rum? Nee, ne? Ah, vielleicht muss ich die Dinger hier kaputt machen. Ah, ui. Munition haben wir auf jeden Fall. Also wenn ich in Bewegung bin, dann trifft er mich auf jeden Fall nicht. Komm. Ja. Du Trottel, deine Deckung ist weg. Komm, renn! Du denkst, du bist mit deinen Sporen geupgradet? Für den Arsch bist du! Für den Arsch! Oh. Jetzt will er's wissen. Boah, ich hänge irgendwo! Boah! Zack, da bin ich wieder! Ja, das ist keine Chance. Yes. Was ist los? Ich wusste, dass Sie sich gegen Ihresgleichen wenden. Denken Sie darüber nach. Sie wollen einen Ihrer eigenen Männer töten. Sie sind so verdorben und merken es nicht mal mehr. Sie sind Teil der Maschinerie. Wie fühlt sich das an? Stell mich erst mal auf ihn drauf. Wie fühlt sich das an? Ich will ihm noch einen Kopfschuss verpassen. Das habe ich mir verdient. Captain Pierce, warten Sie bis zum Rückzug, Sir. Wir holen Sie da raus. Ich würd mal sagen, wir haben Summers Platz gemacht, ne? Alter, schöner Bosskampf. Richtig schöner Bosskampf. Relativ simpel. Ich hätte gedacht, er wird noch ein richtig großes Monster. Aber kann ja noch werden. Jetzt von unten noch so hoch. Rush. Okay, kommt nichts mehr. Er ist einfach tot. Los, komm, jetzt eine richtig schöne Explosion. Irgendwas passiert noch. Irgendwas ist, kommt noch von unten. Ja? Niemand entkommt den Konsequenzen seiner Entscheidungen. Aber vielleicht stimmt es, dass Ehre nicht heißt, die richtige Wahl zu treffen. Ich werde mich dem stellen. War's das? Oder es wäre cool, wenn es noch wie so ein offenes Ende wäre. Schade, kein offenes Ende. Es ist kein offenes Ende. Es wird jetzt hier einfach abgeschlossen. Das wäre cool gewesen, oder? Wir fliegen weg und von unten kommt noch so eine Tentakel und nochmal wie so sein Kopf an so einem riesigen Schlangenwirbelsäule und guckt hinterher. Und es wäre einfach noch so, du hast ihn zwar besiegt, doch er ist nur stärker geworden und Blackside 2 wird noch kommen. Aber wir wissen es ja jetzt, ne? Mittlerweile 14 Jahre später, es kam die Blackside 2. Warum? Dürft ihr selbst in den Comments hinterlassen, warum? Ja, ist es ein guter Shooter, ist es ein mittelmäßiger Shooter oder ist es absoluter Schrott und ich hätte es mir sparen können? Ich bin der Meinung, es ist ein okayer Shooter. Schulnote 3. 3. Nicht 3 plus, es ist eine solide 3. Es hat Spaß gemacht. Ich meine, wir haben das Ding hier in, ich sag mal, 5 Stunden runtergerockt. Es waren gute 5 Stunden. Es hat mir Spaß gemacht, aber nichts Weltbewegendes. Ich muss sagen, auch aus dem Jahre, warte mal, ich muss mal gucken. Wann ist das rausgekommen? 2007, glaube ich. 2007. Also da gab es auch schon wesentlich geilere Shooter, ne, 2007 als das, aber so als kleiner Zwischenhappen und ich habe das Ding halt in so einer Box, also für unter 1 Euro gekriegt und das ist definitiv wert. Wenn ich es nochmal durchspielen sollte, würde ich persönlich wahrscheinlich die PC-Version nehmen, denn es hat schon an einigen Stellen arg geruckelt.
Und man hat gemerkt, ne, 2007 kam, glaube ich, die PlayStation 3 raus, oder 2006. Die kam mit der Architektur der PlayStation noch nicht so gut zurecht, weil ja, da hätte man sicherlich, also die hätte das sicherlich locker geschafft, aber ja, nicht so sauber programmiert. Dennoch ein geiles Spiel, es hat mir Spaß gemacht, ich hoffe euch auch, und ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Und ja, lasst auch ein Abo und ein Like da und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Let's Play auf meinem Kanal wieder. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer von Firlefanz.